Wir haben schon gesagt, dass wir uns gegenseitig umgrätschen. Herzlich willkommen aus dem Weserstadion. Moin zu Inside am Freitag vor dem Spiel gegen den FC Ingolstadt. Keine Angst, Robert wird euch nicht wehtun. Das galt einzig und allein seinem Kumpel Max Christiansen aus Ingolstadt. Ja, wir haben heute aber nicht nur Robert Bauer, sondern auch Izet Hajrovic und Philipp Bargfrede mit an Bord. Außerdem in der Social-Ecke Hashtag Kainz. Ihr habt eure Wortspiele getwittert und Robert hat sich seine Favoriten rausgesucht, wird die hier nachher präsentieren, also dranbleiben. Jetzt freuen wir uns aber erstmal riesig, dass Robert zurück ist und es ihm gut geht. Ich habe mich gut erholt von der Verletzung und vom Feiern auch. Vom Feiern, klar. Der erste Derby-Sieg, das ist natürlich was Besonderes, aber ich meinte eigentlich dein Sprunggelenk. Meinst du jetzt von der Verletzung? Ja, genau. Bänderriss. Vor 3 Wochen, du erinnerst dich? So schnell verheilt hast du doch nicht, oder? Das stimmt. Ja, aber dann kann man doch nicht so tun, als wenn gar nichts wäre. Ja, ich habe es jetzt schon öfter betont, dass das Band immer noch durch ist. Also das geht nicht so schnell, dass das zusammenwächst. Das dauert 4 bis 6 Wochen. Ja, eben. 4 bis 6 Wochen. Und du hast trotzdem gespielt, ohne Band. Ich meine, Chapeau und gewonnen. Aber du hast doch auch eine Vorbildfunktion. Meinst du nicht, du beeinflusst die Menschen in deinem Umfeld damit? Das ist eine gute Frage. Wenn ich beim Fußball bleibe, fällt dir irgendjemand ein? Ja, na klar. Da muss ich doch nur auf den Trainingsplatz gucken. Izet, diese Woche das erste Mal seit Monaten wieder mit Ball auf dem Rasen. Was soll der denn jetzt denken? Hey Junge, ich könnte eigentlich spielen, ne, am Samstag. Aber läuft gut jetzt und ich will mich jetzt da nicht reinmischen. So. Ja, super. Toll hin. Den Geruch des Rasens wieder so einzuatmen, weißt du, das ist schon geil. Und Robert, jetzt zufrieden. Warum machst du sowas? Ich hasse dieses Gefühl, einfach nur draußen zu sitzen und zuzusehen, wie die anderen Bock haben, Fußball zu spielen. Ja, wie alle, denke ich. Ne? Das hast du gut formuliert jetzt. Danke, Bro. Ja, toll. Jetzt haben die Jungs dir mal ein paar schöne Flausen in den Kopf gesetzt, Izet. Aber ich sag dir was, konzentrier dich. Gib dir Zeit, schön tranquillo. Nee, ich muss mich vorbereiten. Entspann dich. Ich bleib jetzt hier in Belgrad, in Bremen, sorry. In Bremen, sorry. Alles mit B, ne, so. Ist ein bisschen, ja. Bisschen viel alles. Bisschen zu viel für mich, ja. Du meinst B wie Bargfrede? Belgrad, Bremen, Bauer da hinten, alles mit B, ne? Und gleich mit Ball. Mit Ball, zu viele Bs hier. Nee, Quatsch. Ja, lassen wir den Quatsch. Schauen wir lieber aufs Sportliche. FC Ingolstadt, Robert, da kennst du dich bestens aus. Ja, es ist auf jeden Fall was Besonderes, jetzt wieder hinzukommen und nicht nur im Stadion und mit den Fans dort, sondern auch allgemein drumherum. Alle, nicht nur die Spieler oder Funktionsteam, sondern die Mitarbeiter im Stadion und so. Die wiederzusehen, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Und auf einen ganz besonders, Max Christiansen, seinen alten WG-Partner. Mit Max habe ich schon ein bisschen geflaxt. Er war jetzt auch am Wochenende hier. Die haben ja in Wolfsburg gespielt und er ist danach da geblieben, hat dann das Derby angeguckt. Und da dürfte er auch gesehen haben, wie anstrengend das sein kann gegen Werder, um überhaupt was mitzunehmen. Und für die ist ja das Spiel jetzt gegen uns eigentlich so der letzte Strohhalm, an den sie sich dranhängen wollen. Sie müssen gegen uns gewinnen, die werden komplett alles raushauen, was sie haben. Auf jeden Fall mit Do or Die da reingehen. Für uns wird es, glaube ich, immer schwieriger, unsere Serie auch zu halten. Wir haben jetzt eine breite Brust, aber wir dürfen auf keinen Fall überheblich sein. Also konzentriert ins Spiel gehen. Ja, wir müssen uns halt auch darauf einstellen, dass sie möglicherweise das System umstellen und nur mit einer Viererkette spielen, weil die eben nicht genug Innenverteidiger haben. Das ist vielleicht auch ein Faktor. Welche Faktoren sonst noch interessieren, das sagt uns jetzt der geschätzte Kollege Jannik Szyszynski im Ausguck.
Ja, moin zum Ausguck. Ingolstadt gegen Werder. Zum Glück sind wir diesmal nicht das Team mit den größeren Personalsorgen. Bei den Ingolstädtern fallen mit Bregerie, mit Matip und mit Suttner ja gleich drei wichtige Verteidiger aus. Bei uns ist es nur Junuzovic, der aufgrund der fünften gelben Karte fehlt. Ist auf jeden Fall schon mal gut für uns. Aufpassen sollten wir so oder so auf die Standardsituation. 18 von 31 Toren haben die Ingolstädter nach ruhendem Ball geschossen. Und wir haben ja auch immerhin schon 15 kassiert. Nachdem die Ingolstädter ja in der englischen Woche so ein bisschen das Gewinnerteam waren, am vergangenen Wochenende waren sie eher die Verlierer, haben jetzt wieder 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Da gilt es also zu kämpfen, zu kratzen, zu beißen. Ingolstädter haben 474 Fouls schon begangen in dieser Saison, sind also das Team mit den zweitmeisten Fouls. Deswegen tippe ich auf ein dreckiges 2-1 für uns und viel Erfolg, Jungs. Ja, ein 1-0 für uns wäre schon ganz okay. Ja, soweit die Tipps zum Wochenende von unserer Seite. Was meint denn ihr? Wie geht's aus? FC Ingolstadt gegen Werder Bremen? Schreibt es uns, kommentiert es, twittert es. Hashtag FCISVW. Von einem Hashtag zum nächsten. Hashtag keins. Robert hat es nach dem Spiel gegen den HSV vorgemacht. Gibt es ein besseres Gefühl als den Derby-Sieg? Nee, keins. Ihr habt jetzt nachgezogen. Robert kürt die Besten. SVW Nummer 1. Wie viele Spiele verliert Werder? Keins. Theresia P. sagt, der HSV hat ein Sturmproblem. Wir haben keins. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Das ist bis jetzt der Beste, den ich so gelesen habe. Votango sagt, wer auch immer du bist, Bremen und Abstiegskampf auf keinsten. Der ist auch ganz okay, aber Theresia ist Nummer 1 bis jetzt. Michael Barz. Du sagst, Werder Bremen hat 3 Pünktchen im Nordderby geholt. Der HSV hat keins verdient. Ah, der ist... Darf ich auch sagen, wenn er schlecht war? Okay, der war nicht so. Sorry, Michael. Marco? Eins kann uns keiner nehmen und das ist der schnelle Keins aus Bremen. Lalala. Das Lied? Falls du in der Ost stehst, dann versuch das mal anzustimmen. Ich glaube, es wäre ein guter Fangesang. Sören Meyer, super Name. Welches Team hat kreativere Fans als Werder? Keins. Da hat er recht, der Sören. Was soll das sein? T-Namor. T-E-H-N-A-M-O-R. Derby-Siege, ich weiß schon, was kommt. Ich muss gar nicht zu Ende lesen. 2016-17, Werder 1, HSV keins. Der ist nicht schlecht. Dann Luca sagt, lieber 2 Tore in der Saison als keins. Das stimmt, aber ich habe leider keins. Kommt vielleicht noch. Torben Mauruschat. Manchmal musst du halt noch ein Tor mehr gegen den HSV schießen. Manchmal tut es aber auch einfach keins. Das ist nicht schlecht. Der Name ist auch Wahnsinn jetzt. Kollege Gangster 7, krasser Typ. Hat Hamburg am Sonntag ein Derby gewonnen? Nee, keins. Der ist ähnlich wie mein Spruch. B-Pace oder sowas. Ich hab noch einen. Die Nummer keins im Norden sind wir. Okay, die geile Serie von Werder ist echt keinzigartig. Ey, war das dein Favorite? Das ist ja Wahnsinn. Lebenslang grün-weiß. Eine keinzigartige... Eieiei. Remix. Keinzigartig. Das ist Wahnsinn. The Pedal. Die Teams vor uns müssen sich warm anziehen. Der nächste Saison gibt es dort keins. Was? Kein Team vor uns, dass wir Nummer 1 sind? Ja. Alter, der ist für die Schlaueren. Das ist nicht schlecht eigentlich. Aber warm anziehen, den hätte man ein bisschen besser, glaube ich, noch verpacken können. Fabi Ruppert sagt, jede Serie hat ein Ende, nur Werders hat keins. Da hat er hoffentlich recht. In Hamburg gibt es das Abschiedsgespenst, in Bremen keins. Ja, zum Glück nicht mehr. Und der letzte Spruch kommt von Kai Wenemann. Er sagt, gibt's ein Abwehrsystem gegen Bremen? Nee, da gibt's keins. Ja, da hat er recht. Und hier kommt gerade Entwarnung bei Kruse und Sané. Holt euch die Werder Bremen App. Noch ein bisschen Werbung ist okay, oder? Fantastische Arbeit, liebe Freunde, fantastische Arbeit. Ja, wir schauen dann mal gleich aufs Spiel gegen Ingolstadt. Hat der SV Werder da jetzt ein Sturmproblem oder hat er keins? Bei Werder TV gibt es eine Rubrik, die heißt Butter bei die Fische. Und da würde mich mal interessieren an Sie, Herr Nouri, wer hat im Moment die Nase vorn? Keins oder Gnabry?
wer die Nase vorn hat, da, weiß nicht. Für uns ist entscheidend, dass wir Erfolg haben und da die bestmögliche Aufstellung wählen, um als Mannschaft erfolgreich zu sein. Und beide sind einfach außergewöhnlich gute Spieler und wichtige Spieler für uns und zeigen das und das freuen wir uns. Sie können sich nicht für einen entscheiden? Nein, ich entscheide mich für beide. Geht auch manchmal bei Butter bei die Fische. Butter bei die Fische, das ist das Stichwort. Schöne neue Folge übrigens mit Sladi und Theo ist online. Butter bei die Fische, das gilt auch so ein bisschen für unsere U23. Nach dem 0:2 unter der Woche gegen Wien Wiesbaden steht sie nur noch 4 Punkte vor dem Abstiegsplatz. Von vorne bis hinten, alles, was zum Fußball dazugehört, war an dem Tag irgendwie nicht so richtig da von uns. Ja, gerade lang darüber geredet, auch mit der Mannschaft. Das heißt lang, wir haben darüber geredet mit der Mannschaft und ich bin mir sicher, dass wir am Wochenende ein anderes Gesicht zeigen werden gegen Rostock, weil wir auch alle wissen, um was es geht. Um den Klassenerhalt. Ja, entsprechend viele Fans erwarten wir von der Ostsee am Wochenende hier und entsprechend findet das Spiel unserer U23 am Samstag hier im Weserstadion statt. Das Stadion ist eins der Symbole unseres Vereins, das Weserstadion. Und es ist von jedem Spieler, der hier seit langer Zeit bei Werder Bremen spielt, ein Traum, im Weserstadion aufzulaufen. Jetzt laufen wir im Weserstadion auf. Ich glaube, das 3. Mal oder 4. Mal diese Saison. Ja, und natürlich ist es irgendwie eine gewisse Extramotivation. Unsere Extramotivation, das seid ihr, liebe Zuschauer. Vielen Dank fürs Reinklicken. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin, tschüss. Mein Herz lacht jeden Tag ab. Ja. Sehr gut.